Erstmal einen wunderschönen guten Morgen gewünscht, ihr Lieben da draußen. Heute ist wieder Videozeit. Oh Mama, muss das sein? Die sprengt mein Video. Ich wollte euch heute gerne wieder ein bisschen mitnehmen. Ja, und ich bin gerade dabei, Pakete zu packen bzw. zu frankieren, aber das ist jetzt nicht mehr möglich. Hallo? Genau, hier ist schon ein Paket. Das muss ich noch jetzt fertig machen. Also es ist nicht drin, was zu sehen ist. Hier ist der Paketschein. Und ich wollte dieses Video jetzt anfangen. Wünsche euch ganz, ganz viel Spaß heute wieder. Dann sehen wir uns nach dem Intro wieder. Also bis gleich. So, wir sind jetzt unterwegs. Meine Mama ist dabei. Ja. Wir sind gerade schon wieder sehr fleißig am Schwitzen. Es ist nämlich schon 26 Grad laut. Nee, mehr, muss mehr sein. Laut unserem Auto 26 Grad. Steigt. Es steigt, ja. Moment. Laut Handy 27. Okay. Für uns heute hier sind, glaube ich, 32 oder 33 Grad gemeldet. Bis Mitte der Woche, also morgen, soll es dann 35 Grad werden. Wir sind gespannt. Ja. Wir sind heute mal ohne Baby unterwegs. Hier hinten sieht man noch ein paar Kissen. Das sind noch ein paar Überbleibsel vom Wochenende. So ganz habe ich das Gefühl, zumindest bei mir ist es so, bin ich noch nicht im Alltag wieder angekommen. Wir waren am Wochenende nämlich weg, 3 Tage. Und ja, ich will gar nicht so viel darüber erzählen, weil das hat hier mit dem Kanal auch nichts zu tun. Es hat uns allen wieder Kraft gegeben, weiterzumachen. Es hat mir den richtigen Weg wieder gezeigt, einige Schritte zu machen, die nicht einfach sind, die schwer fallen, die wehtun, aber die einfach im für mich besser sind. Und ich bin halt überglücklich, dass ich dieses Wochenende erleben durfte und dass ich mir die Kraft dort holen durfte, weiterzumachen. Toll, du bringst mich ganz durcheinander. Was? Wieso? Ich bin nicht eine zu früh reingefahren. Tja, dann kannst du doch hier rumfahren und fest auf. Werde ich hier hoch. Na, ist klar, jetzt bin ich wieder schuld. Du bringst mich durcheinander hier. Warum? Darum. Warum? Darum. Warum? Darum. Warum? Weil ich noch nicht angekommen bin. Ich glaube, wir sind alle noch nicht so ganz im Alltag angekommen. Zum Glück habe ich Urlaub, ey. Wir sind jetzt in der Stadt angekommen, also hier bei unserer neuen Post. Da müssen wir nämlich jetzt einiges wegschicken. Und ich würde sagen, dann melden wir uns gleich wieder, wenn wir aus der Post raus sind. So, unsere Pakete sind jetzt alle weg. Alles bei der Post, geht heute auch noch alles raus. Und wir fahren jetzt weiter zum nächsten Stopp. Kaufland. Dort müssen wir noch ein bisschen was einkaufen. Das regt mich auf, ne? Wenn du das da oben drauf liegen hast. Ja und? Und das da runterrutscht. Dann regt es dich halt auf. Ach so. Ja. Du regst dich auch immer für alles auf, ey. Nein, ich nicht. Ziege. Ich bin die Ruhe selbst. Meine Lieben, ich habe die ganze Zeit jetzt nicht mehr gefilmt. Jetzt wieder das erste Mal. Wir waren gerade beim Kaufland, haben dort alles eingekauft, was wir brauchten. Und jetzt fahre ich nochmal los, weil wir haben was vergessen. Wir haben nämlich unsere Blubber vergessen.
Ich denke mal, ihr habt das in meinen Videos ja schon gesehen. Wir haben ja einen Soda-Stream und dazu gibt es Kohlensäurezylinder oder Kartuschen. Und die wollten wir heute Morgen schon mitnehmen, haben wir aber vergessen. Und deswegen muss ich jetzt noch mal los. Und zwar sind das diese Kartuschen hier, wer die jetzt noch nicht kennt. Und die dreht man dann in unserem Soda-Stream rein und dann kann man nur ganz normales Leitungswasser nehmen und da Kohlensäure rein sprudeln sozusagen und dann hat man ganz normales Mineralwasser. Ungefähr seit 2,5 Jahren haben wir jetzt den Soda-Stream und wir sind total zufrieden damit. Also ich persönlich mag kein anderes Wasser mehr. Außer das. So, die hole ich jetzt eben schnell und dann bin ich gleich wieder da. So. Wir sind zu Hause und ich würde sagen, ich melde mich dann gleich wieder. Hallo meine Lieben. Es ist schon wieder einige Zeit vergangen und wir haben, glaube ich, jetzt schon gleich 10 vor 5 oder 5 Uhr sogar schon, keine Ahnung. Wir haben noch einiges hier zu Hause wieder klar Schiff gemacht. Ich habe noch die Wäsche gemacht, habe noch die Babybettwäsche gewaschen und aufgehangen und deswegen habe ich auch irgendwie überhaupt nicht mehr gefilmt. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe auch überhaupt noch nicht meine Babys beachtet, beziehungsweise bin mal ins Babyzimmer gegangen. Und deswegen wollte ich das zum Abschluss nochmal mit euch machen. Allerdings muss ich gestehen, die Babys liegen immer noch im Bettchen. Auch solche Tage gibt es bei mir und ich finde auch, dass ihr sowas halt auch mal sehen solltet. Und dafür gehen wir jetzt mal rüber. Da liegt Melina Maus im Bettchen. Die hat einen einfachen Body nur an, also ganz einfach. Und hier ist eine kleine Kulle. Ja, und da ist jemand ganz Besonderes drunter. Oh, Mäuschen. Hi. Hallo, Mäuschen. Die wissen im Moment auch nicht, wo sie sich lassen sollen. Bei uns sind es nämlich mittlerweile wieder 33 Grad. Da hinten ist Sophia Maus in ihrer Wippe. Und hier ist unser Traum. Es ist immer noch da, ja. Und da liegen jetzt Delia und Milan drin. Beide halt auch nur mit Body. Beziehungsweise Milan hat noch so eine kleine Radlerhose an. Und Delia Maus, die kleine Schnecke, liegt so auf dem Bauch. Ich finde das voll süß. Ich finde den Popo so süß. Da. Genau. Einfach noch ein bisschen Decke drüber legen. Einfach nur so über die Beine. Dann geht das. Und damit möchte ich diesen Vlog mal beenden. Ich werde morgen für euch weiter vloggen. Und werde dann natürlich morgen mehr hier in der Nursery machen, weil ich jetzt hier einiges ändern muss, beziehungsweise ich muss die Wickelkommode umstellen, damit wir ordentlich ans Fenster kommen. Ich werde mich für heute von euch verabschieden. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen und ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss! I won't just say